Heute ein kleines weiteres Zahlenvideo. Und zwar geht es heute um die Politikerbezahlung. Und zwar konkret in Zahlen, was Politiker auf kommunaler Ebene, Landesebene oder Bundesebene verdienen. Bestimmt für euch interessant. Viel Spaß. Politik ist ein Geschäft. Es geht ganz konkret um Geld. Heute habe ich hier in der linken Spalte der Tabelle das jeweilige Amt eingetragen und rechts die Bezahlung. Vorweg, es geht, wenn es um kommunale oder Landesebene geht, um das Bundesland Hessen. Und zwar deswegen, weil ich selber in Hessen lebe und das damit im wahrsten Sinne des Wortes am nächsten an mir dran ist. Was die kommunale Bezahlung angeht, so gibt es von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regelungen. Das heißt, das, was hier gilt, muss nicht in Ihrem Bundesland gelten. Zum Beispiel die Ruhegeldregelung für Kommunalpolitiker, für Bürgermeister, die ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und die ist in Hessen besonders üppig. Das werden wir gleich sehen. Schauen wir uns die erste Position an. Ein Bürgermeister in Hessen, der Bürgermeister einer Stadt ist, bis zu 30.000 Einwohner. Ich glaube, die Grenze darunter war 20.000 Einwohner für die andere Gruppierung. Das heißt, zwischen 20 und 30.000 Einwohner verdient 8.936,19 €. Das ist 30.000 Einwohner. Das ist keine so eine riesige Stadt, aber ein ganz gutes Gehalt schon. Dann eine Stadt bis zu 100.000 Einwohner, das ist die Besoldung B7. Da sind es schon 10.565,12 €. Und wir schauen uns das nächste an. Hier in Hessen eine Stadt bis zu 250.000 Einwohner, okay, das ist schon eine Viertelmillion Einwohner, verdient 11.786,25 €. Und das sind, soweit ich weiß, aktuelle Zahlen. Schauen wir uns noch die Position an, über 500.000, also über eine halbe Million Einwohner, B11 Besoldung. Das sind schon 14.427,98 €. Und damit, finde ich, sind Bürgermeister in Hessen eigentlich ziemlich gut bezahlt. Wir werden gleich noch den Vergleich am Ende sehen zum Bundestagsabgeordneten. Ich finde, so ein Bürgermeister hat schon eine sehr, sehr gute Bezahlung hier. Die Ruhegehaltsregelung. Und zwar bekommt man in Hessen, das ist hier so geregelt, in anderen Bundesländern teilweise auch, aber nicht in allen. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das Ruhegehalt für einen Bürgermeister hier in Hessen ist so, dass man nach einer Amtszeit, und die Amtszeit umfasst 6 Jahre, 35% der letzten Bezüge bekommt. Und zwar, und das ist jetzt wichtig, ohne Altersgrenze. Das heißt sofort. Also wenn Sie mit 30 Bürgermeister werden, können Sie mit 36 Jahren in Rente gehen. Je nachdem, wie hoch Ihre Besoldung ist, ich habe einfach mal das nochmal rausgeschrieben, bei den 8.936,19 € für eine 30.000 Einwohnerstadt sind das immerhin 3.127,67 €. Und zwar, wie gesagt, nach 6 Jahren ohne Altersgrenze. Bei der 100.000 Einwohnerstadt und der Besoldung 10.585,12 € sind es 3.697,79 €. Und bei der Viertelmillion Einwohnerstadt, wo die Besoldung 11.736,25 € ist, sind es immerhin schon die 35%, 4.125,19 € nach 6 Jahren, eine Amtszeit ohne Altersgrenze. Bei der Stadt über einer halben Million und der Besoldung von 14.427,98 € haben wir bei den 35% immerhin schon 5.049,79 €. Das Üppige an der ganzen Sache ist, dass es vor allen Dingen keine Altersgrenze gibt. Wie bei Ihnen, wenn Sie zum Beispiel ganz normal als Arbeitnehmer arbeiten und mit 65 oder 67 in Rente gehen können. Und das ist zum Beispiel auch besser als im Bundestag. Das werden wir gleich sehen.
Der Landtagsabgeordnete, das ist die Regelung, die gilt ab dem 1. Juli 2022, also diesen Jahres, wo ich das Video hier drehe. Dort bekommen Landtagsabgeordnete eine Besoldung oder Aufwandsentschädigung, so heißt das. Das ist das schöne Wort, eine Aufwandsentschädigung. Von 8.521 Euro und es gibt noch eine Aufwandspauschale von 996 Euro zusätzlich. Im Vergleich zum Bürgermeister, ja, ähnlich teilweise. Obwohl ich finde, dass ein Landtagsabgeordneter ja über Landesgesetze entscheidet und eigentlich mehr Verantwortung hat. Die Altersversorgung im Landtag in Hessen ist so geregelt, dass man nach, ich glaube, das ist eine Amtszeit, 6 Jahren Zugehörigkeit zum Landesparlament 27,27% der letzten Bezüge bekommt. Das bekommt man schon mal. Aber nicht ohne Altersgrenze. Die Altersgrenze steht unten ab dem 60. Lebensjahr. Plus jedes weitere Jahr kommen 2,75% dabei. Bis maximal geht es hoch auf 71,75% nach 22 Jahren Zugehörigkeit. Der Bundestagsabgeordnete erhält eine Diät. Ja, Diät ist ein merkwürdiges Wort für das, was sich Politiker da gerne genehmigen. Der Bundestagsabgeordnete bekommt eine Diät zurzeit, ich hoffe, die Zahlen sind aktuell, von 10.323,29 € und er bekommt eine Kostenpauschale von 4.583,39 €. Allerdings gibt es noch andere zusätzliche Dinge, die ich jetzt hier nicht aufgeführt habe. Wer es genau wissen will, nochmal bei Wikipedia reinschauen. Aber das ist ja eigentlich schon auch mal eine ganz gute Bezahlung. Aber wenn wir das so vergleichen mit einem Bürgermeisterchen hier in Hessen, gar nicht mal so viel vergleichsweise besser, wenn man bedenkt, man sitzt immerhin im Bundestag. Die Altersversorgung im Bundestag. Und zwar bekommt man pro Jahr Zugehörigkeit 2,5% der letzten Bezüge. Das geht hoch bis maximal 65%. Wenn wir das vergleichen mit unserem Landtag hier in Hessen, da geht es hoch bis maximal 71,75. Da hat man sich in Hessen, hat man wohl offensichtlich die Tendenz, kräftig zuzulangen. Also maximal 65% nach 26 Jahren. Und zwar gibt es hier eine Altersgrenze, je nachdem, wann man geboren ist, entweder ab dem 65. bzw. 67. Lebensjahr. Ich habe das mal ausgerechnet, für die 10.323,29 €, 65% sind immerhin auch 6.710,14 €. Okay, ich hoffe, das war für euch mal ganz interessant. Bis zum nächsten Mal.